Vielleicht kann ich damit was hacken. Elementarist! Okay, sei ein Arschloch. Vielleicht ist das ja deine Klasse, mit der Fähigkeit, mir auf die Eier zu gehen. Ah, komm, ein nicht, Elementarist das ist... mit der Macht über die Erde und so. Hey, die beiden passen gut zusammen. Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, als du klein warst. Du lagst wach in dieser Nacht. Aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Du gingst zum Spiegel. Du dachtest dir, wird mich je jemand lieben? Und dann hörtest du ein Geräusch. Aber es war ein Babywein. Auf dem Flur saßen zwei Kerle ein hilfloses Baby angreifen. Du musstest unbedingt eingreifen. Du wusstest, du kannst sie aufhalten und benutztest zum ersten Mal deine neu entdeckten Kräfte. Du musstest ihnen das Handwerk legen. Den größten hast du in der Eiszelle gesperrt. Nicht so früh. In der Kälte gefangen, musste der Eindringling tatenlos aussetzen. Hey, du kannst Leute nicht einfach so überspringen. Ja, für wen hältst du dich überhaupt? Die Einbrecher kamen näher. Nahe genug, um von einer Sandfalle erwischt zu werden. Ich glaube, das Kind hat irgendwie Macht über Eis und Erde. Unmöglich! Du hast dich schnell geheilt und deine Kräfte gesammelt. Ich glaube, ich gehe mal hier rüber. Oh Mann, endlich darf ich dem Scheißkind eine Reize machen. Du hast den Schlag einfach weggesteckt und deinen ultimativen Angriff vorbereitet. Mit der Kraft von Eis, Wasser, Blitzen und Erde entfesseltest du einen elementaren Ansturm. Aha, na bitte! Geschockt. Ja, bla bla, okay. Du hattest gesiegt. Du nahmst das Baby, um es in Sicherheit zu bringen, und dann passierte das Unvorstellbare. Du sahst deinen Dad, deine Mom. Und ab da musstest du mit dem Trauma leben, dass du, weil du ein Baby gerettet hast, nicht verhindern konntest, dass dein Dad deine Mom fickt. Ziemlich krass, Mann. Tut mir echt leid. Du willst bestimmt wissen, wieso. Wieso dein Dad deine Mutter gefickt hat. Aber die Antwort musst du selbst finden. Cool and Friends Alarm! Cool and Friends Alarm! Ernsthaft, Leute! Alarm! Alarm! Cool and Friends Alarm! Hier, Kuhn, was ist los? Kuhn, die Freedom Bells! Was haben sie diesmal getan? Kommt schnell zur Main Street, beeilt euch! Wir kommen, Kuhn! Ende! Okay, es könnte sein, dass du deine neuen Kräfte gleich brauchst. Mir nach! Ah, jetzt kann ich wählen. Ah, cool! Alter, wie geil ist das denn? Jetzt kann ich hier die ganzen Sachen... Oh, super. Hm.
lasse ich jetzt immer so, wie es ist. Also ich finde den Ulti von dem anderen finde ich besser als von dem Elementarist. Weil die anderen Sachen, ja, mit dem Überschalllauf kann ich halt mehrere Leute in einer Reihe machen. Was halt ziemlich gut ist. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Kann ich ja andere Meinung müssen. Nicht trödeln, Wunderarsch! Civil War. Alle Kundenfriends. Hier lang, Wunderarsch, Richtung Bushaltestelle! Mein Kunsinn dröhnt. Die Freedom Pairs sind unterwegs. Es wird zur Konfrontation kommen. Ja, hier lang. Zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Ach, verdammt. Gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Ja, noch ein bisschen. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Wir sollten als Duo arbeiten, erinnerst du dich, Twig? Ja, ich weiß! Du hättest mir folgen sollen, als ich Kuhn & Friends verlassen hab! Ich mag Kuhn & Friends! Weil du deine eigenen Filme hattest! Zum Glück bist du hier! Die gehen voll ab! Super Craig musste Filme haben, bevor Wonder Tweak vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn! Weil du ein Verräter bist und jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen! Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere! Wir waren's nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf! Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du Mistkerl. Ja. Was für ein Wichser! Kümmert euch um diese Arschkratten! Okay. Kampfmodus aktiviert! Ich nehme meine Blutprobe! Alter, du übertreibst brutal! Gute Arbeit! Ich gehe nur mal eben kotzen! Nein, Superhead gegen Superhead! Oh nein! Lahm! Nein, du bist lahm! Du bist der langste Lahm aus aller Zeiten! Das war auch lahm! Okay. Ah, ich hätte das mit dem Elementarismus ändern sollen, das mit dem. Also hier die B-Attacke hätte ich ändern sollen. Okay, Faustkampf mit Mysterion. Lass dich nicht von Cartman täuschen! Ich liebe diese Stimme, ey. Cartman ist kein Filmspieler. Fühlt den Zorn von Humankind! Okay, alle auf Mysterion. Pew, pew. Scheiß Laser! Los geht's! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Auto! Auto! Runter von der Straße, ihr Scheißbäger! Halt's Maul, es ist Civil War, Arschloch! Okay! Okay! Ich bin dran! Okay, ich... Wohl bekam's. Jetzt bin ich dran! Super-Tornado-Warnung! Ja. Vielleicht bringt dich das zur Vernunft! Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken! Oh, das lag falsch. Was? Was?
Alter, der Typ hat Probleme. Zum Gesicht! Ich bin Wondertweak, Verfechter der Gerechtigkeit! Klingt ja voll schwul! Selber schwul! Moment, ich bin verwirrt. Pew, pew. Tweak ist verletzt? Überraschung! Zielsysteme online! Super Tornado aktiv! Was hältst du von diesem Zyklon, Humankind? Gleich kommt der Schwarm! Überleg dir gut, was du tust! Mach euch fertig. Für den Jugendkeit. Bravo, gute Arbeit, etc., etc. Ja, Stufe 4. Warte mal, was ist mit Kuhn? Oh, scheiße, schnell! Kuhn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen. Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist er auf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. Kann ich von behilflich sein? Also. Ja. Vielleicht war es auch eine Falle mit dem Handy, ich weiß ja nicht. Bitteschön. Ich ändere das mit den Kräften, also ich den Überschalllauf ändere ich durch diese Anfälle. Die ist besser, finde ich. Nicht Crafting, hier Artefakte. Ist der Verdächtige hinten im Haus. Okay. Sneaky, sneaky. Okay. Okay. Und rein. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Hm.
Was willst du von mir? Au! Was soll denn das? Verschwinde aus meinem Haus, verdammt! Ha! Feuer erwidern! Ich verteidige nur meine Burg! Sagt nein zu Drogen, Kids, sonst knallt! Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Klasse. Dafür sind wir ja da. Dafür machen wir diesen Job. Oh, ich schnapp mir jetzt ein paar Viertklässler. Perfekt. Das bringt ja eh nichts. Ich hab ja eh die ganzen Kostüme, sehe ich da nichts. So, Artefakte. Crafting. Ah, okay, jetzt ist es freigeschaltet. Okay, warte mal, jetzt analysieren wir noch kurz das Handy und dann. Echte Mädchen sind witzig, echte Mädchen voll lieber, echte Foto.
Hashtag nie vorbestellen, Hashtag Sexstell, Hashtag ich. Hashtag leben. Naja, Hashtag los. Warte mal, es geht los. Leute, Zeit, die Freedom Parts in den Arsch zu ficken. Hashtag Silver, Hashtag CAF. Wissen wir, wo. Ja, wissen wir, wo bleibst du mit dem? Bin gleich da. Okay. Verbreite die Nachricht, Kuhn und Friends haben die Freedom Points im Silver besiegt. Hashtag Kuhn und Friends, Hashtag fick die Freedom Points, Hashtag wer ist der Kuhn? Fick dich, Mom. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Na gut, an die Arbeit. Halt Mosquito von den Raisins Girls fern. Wenn er rückfällig wird, ist es deine Schuld. Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Timmys Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau ins Hausbank hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pearls glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pearls sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pearls Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Ja. Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderarsch traut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot! Unsere Dads haben unsere Moms gefickt! Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja! Mein Dad hat meine Mom gefickt! Deswegen gibt es mich! Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht! Du bist so verdammt dämlich! Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt! Das spielt jetzt im Moment keine Rolle! Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden! Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor! Los geht's, cool, Freunde! Er ist so ein verdammter Idiot! Schon gut, ruhig Blut! Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Nein. Wieso sollte ich mein Kostüm ablegen? Werd zum Superheld. Zack, zack. Halt Mosquito von den Raisins Girls fern. Wenn er rückfällig wird, ist es deine Schuld. Okay. Ja, aber jetzt... Ich hatte jetzt nicht vor, auf jeden Fall mein Kostüm auszuziehen. Ich finde das cool. Ich hab Bock auf Pornos! Okay, also... Das ist unsere nächste Mission. Nach Hause gehen und dann halt die nichtlichen Aktionen machen. Können wir auch gucken, wer über Randy da das Auto zerkratzt. Aber na, ich habe jetzt schon fast 4,5 Stunden aufgenommen. Ich mache jetzt mal eine Pause. Also schon Mitternacht. Okay, gut, dann will ich das sagen. Haut rein, Leute, nee, das war mit Speichern.
Ja, wenn... Sie bist durch. Okay. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession. Tschüss, Leute. So Leute, das war's mal wieder mit der heutigen Folge South Park. Falls sie euch gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder bewertet dieses Video. Ansonsten könnt ihr uns ja noch abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen.